heute beim Think Big Video Chat das Thema Community Building mit Snapchat und Instagram. So, und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, und zwar Johannes Arnold von Jetzt, der eine Community betreut, die ihr alle kennt, nämlich die von Think Big. Sag mal hallo. Hallo zusammen. Yeah. Und ich gehe gleich mal rein. Warum ist Community Building für Think Big Projekte wichtig? Ja, Community Building ist erstmal wichtig, um generell einfach Bekanntheit zu schaffen für den eigenen Kanal, für die Person und im Falle von Think Big, wie du schon gesagt hast, für das eigene Projekt. Man kann sehr gut Aufmerksamkeit schaffen, man erzielt schnell eine hohe Reichweite, wenn man aktiv ist. Und auf der anderen Seite für so Projekte ist es auch super, dass man in direkten Kontakt treten kann. Man hat die Feedback-Möglichkeit, man hat einen Rückkanal zum Austauschen. Und was ich natürlich immer ganz besonders finde, das Ganze ist auch erstmal kostenlos, wenn man Beiträge jetzt nicht bewerben will. Und eben ein super Tool des Community Building, um die Zielgruppe optimal zu erreichen. Okay, und da wir jetzt schon mal die Frage, es gibt ja ganz viele verschiedene Communities oder ganz viele verschiedene Kanäle. Was empfiehlst du denn mit der Community? Na, eine klare Empfehlung ist immer schwierig zu treffen, aber man muss sich eben erstmal die Frage stellen, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Wen möchte ich mit meinem Community Building, mit meinen Aktivitäten überhaupt erreichen? Sind es eher Ältere? Da muss man tatsächlich mittlerweile sagen, eignet sich besser Facebook oder Twitter? Oder sind es die ganz Jungen, die unter 20-Jährigen? Dann nutze ich natürlich lieber Snapchat, weil die dort unterwegs sind. Generell würde ich persönlich aber aktuell immer auch Instagram empfehlen, weil es einfach die Plattform aktuell ist mit den besten Wachstumsergebnissen, wo extrem viele Nutzer unterwegs sind. Und man hat dort eben eine doppelte Möglichkeit, quasi Inhalte zu transportieren. Einmal zum Beispiel für wichtige Meilensteine oder besondere Momente einfach ein klassisches Foto oder auch Video. Und man hat nun seit einem knappen Jahr, glaube ich, die Möglichkeit auch über die Story-Funktion, ganz einfach ähnlich wie bei Snapchat, Geschichten zu erzählen, spontanere Inhalte zu verbreiten. Und das ist eben eine super Möglichkeit, auch Inhalte zu transportieren. Und hast du, also wir würden uns jetzt ab jetzt vor allem auf diese beiden Kanäle konzentrieren. Hast du Tipps für Snapchat und Instagram und auch so eine Zusatzfrage? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Plattformen? Ja, generell für beide gilt natürlich erstmal Inhalte, Inhalte, Inhalte. Nur wer viel und oft postet, kann natürlich eine gewisse Reichweite erzielen. Gleichzeitig ist aber mindestens genauso wichtig die Qualität, denn niemand würde einem Kanal folgen, dem man nicht gerne zuschaut. Deswegen ganz wichtig, viel posten natürlich, regelmäßig vor allem, aber nicht nur aus dem Grund, damit ich jetzt poste, sondern immer einen Mehrwert schaffen, immer eine gewisse Qualität in die Snaps, in die Instagram-Bilder legen. Nur so kann das Ganze funktionieren. Und wenn wir uns die Kanäle nochmal getrennt anschauen, für Snapchat gilt natürlich schon eher spontanere Inhalte. Das Ganze ist perfekt für Storytelling. Ich kann durch diese Funktion, wo man sich durchklicken kann, durch die eigene Story, durch den Mix von Bildern und Videos einfach super irgendwas erzählen über einen Tag hinweg. Ich kann den Zuschauer wohin mitnehmen. Die Zielgruppe ist hier eher jünger, deswegen gilt auch den Kanal auf jeden Fall offen halten, wenn man die Community vergrößern will, dass Leute einem folgen können. Und wie bereits gesagt, auf jeden Fall regelmäßig dort Geschichten erzählen, regelmäßig posten. Ganz ähnlich, wie ich finde, verhält sich das bei Instagram. Eben wie die angesprochene Story-Funktion, gleiches Prinzip, man kann den Zuschauer wunderbar mitnehmen. Was ich hier aber immer gerne dazu sage, dass man bei den Bildern noch mehr auf die Qualität achten sollte. Also wirklich auch auf eine gewisse Ästhetik achten, das ist schon wichtig. Und allgemein für Instagram ist noch ein Tipp von mir, wenn man wirklich die Community schnell vergrößern will, es ist immer ein Tipp, andere Accounts, die einem wichtig sind, zu taggen in der Story, also durch Ad und den Namen dann den Account direkt zu erwähnen. Man kann einfach sich umschauen bei anderen Accounts, dort auch gerne mal kommentieren, dort mal ein Bild liken oder auch mal, wenn man in Kontakt treten will, anschreiben. Und das ist wirklich eine Sache, die Reichweite schnell vergrößert. Man bekommt mehr Aufmerksamkeit für den eigenen Kanal und absolute Empfehlung. Du hast es gerade genannt, also taggen und so weiter, also Hashtags oder eben solche Ad-Tags.
Geht das auch bei den Stories oder geht es nur bei den normalen Posts? Mittlerweile gibt es auch den Stories, ja. Okay. Und um das nochmal klar zu kriegen, also praktisch bei Snapchat ist es so, dass eigentlich alle Sachen innerhalb von einem Tag dann wieder weg sind. Genau, 24 Stunden in der Die Story Story-Funktion. und bei. Und bei Instagram ist es auch so, bei der Story-Funktion, aber Instagram hat also außerdem noch diese Foto-Funktion oder Video-Funktion, wo ich einfach Sachen poste und die bleiben ab jetzt da. Genau. Und deswegen ist hier auch eben bei den Qualitätsansprüchen schon ein Unterschied, weil die Sachen sind nach 24 Stunden wieder weg in der Story bei Snapchat und Instagram Stories. Deswegen kann man auch mal ein lustigeres Bild oder ein spontaneres Bild machen. Bei den normalen Inhalten von Instagram sind eben dauerhaft da, bis ich sie lösche. Aber löschen ist eigentlich nie eine gute Idee. Und deswegen hier auf jeden Fall mehr noch auf die Qualität achten. Okay, und jetzt ist es bei Snapchat und bei Instagram so, dass man ja praktisch Fotos machen kann und man kann eben auch Videos machen. Was empfiehlst du hier? Naja, hier muss man sich auch wieder die Frage stellen, wie kann ich meine Message denn am besten transportieren und wie kann ich meine Geschichte oder Inhalte am besten vermitteln? Reicht da vielleicht schon ein Bild oder brauche ich tatsächlich bewegte Bilder, um das Ganze irgendwie jetzt gut zu transportieren? Und generell ist natürlich ein Bild einfacher zu produzieren als ein hochwertiges Video. Aber deswegen, wer sich nicht wirklich gut mit Video auskennt, sollte natürlich erstmal auf Bilder setzen. Und aber wie ich schon gesagt, Instagram Stories und Snapchat machen auch Videoinhalte relativ einfach, weil eben die Qualität hier nicht so eine große Rolle spielt. Und ja, deswegen muss man immer abwägen. Aber ich würde sagen, erstmal auf Foto, weil Video ist auf jeden Fall schwieriger, in den Stories auch einfach ein Misch aus beidem, um eben einfach die Inhalte am bestmöglichst zu transportieren. Okay, jetzt ist mir eine Sache aufgefallen, wenn ich mich in diesen Kanälen rumgetrieben habe, dass bestimmte Leute keine Untertitelung machen und einfach drauf loslabern, sage ich mal, und andere sehr stark darauf achten. Was ist da deine Meinung dazu? Generell eigentlich immer alles untertiteln. Also in Stories, Snapchat Stories und so, hat man eigentlich nicht die Möglichkeit, was zu untertiteln. Braucht man auch nicht, weil die Leute eigentlich sowas schon von vornherein mit Ton gucken. Aber wenn ich jetzt auf Instagram einfach ein Video hochlade, empfehle ich, wenn es jetzt Text hat, wichtigen Text für meine Message, eigentlich immer untertiteln, weil die Leute gucken durch ihr Handy in der Bahn. Sonst wo sie gerade auf dem Bus warten etc. und haben oft den Ton aus und so können sie eben auch die Sachen lesen, ohne den Ton anzumachen. Deswegen eine klare Empfehlung bei einem klassischen Video auf Instagram eigentlich immer untertiteln. Okay, und dann nochmal die Frage, wie sieht es aus, so technisch praktisch gesehen? Hast du irgendwelche App-Tipps? Also kann man überhaupt Apps nutzen, die dann noch beitragen, dem, was ich bei Snapchat oder bei Instagram mache, oder muss ich das so alles in der App selber machen? Ja, generell Technik. Also ich bin schon ein Fan von hochwertigen Inhalten. Deswegen würde ich eigentlich schon auch gerne empfehlen, dass man eine richtige Kamera nutzt. Je nach Smartphone machen die unterschiedliche Bilder. Mit einer guten Kamera erzielt man meist ein gutes Ergebnis. Mittlerweile ist es auch super einfach, Bilder vor der Kamera aufs Handy zu übertragen, zum Posten. Das würde ich generell eigentlich immer gerne empfehlen. Und sonst, natürlich sind auf Instagram sehr, sehr selten unbearbeitete Bilder und es gehört eigentlich mittlerweile dazu, dass man ein Bild bearbeitet. Dort habe ich natürlich bei Instagram einfache Möglichkeiten durch Filter und ein bisschen Belichtung etc. Was ich hier noch gerne empfehle, immer ist die VSCO-App, VSCO schreibt sich das Ganze, ist auch kostenlos. Und dort hat man nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, ein Bild wirklich gut zu bearbeiten, zahlreiche Filter. Noch mehr direkte Einstellungsmöglichkeiten. Und das ist auf jeden Fall eine gute App, die sich empfiehlt. Bei Snapchat nutzt man, soweit ich weiß, sowas eigentlich gar nicht, weil die meisten Sachen bei Snapchat eigentlich auch direkt in der App aufgenommen werden. Dort hat man dann nur die klassischen, glaube ich, 5, 6 Filter, Schwarz-Weiß etc., die man dort nutzen kann. Aber generell ist das bei Snapchat nicht so angesagt, dass man ein Bild jetzt irgendwie groß bearbeitet. Außer man hat irgendwie eins auf dem Handy und lädt es nachträglich hoch, muss aber in den meisten Fällen eigentlich nicht sein. Wer in die ganze Sache natürlich irgendwie noch tiefer einsteigen möchte und wirklich super hochwertige Bilder posten möchte, kann natürlich das Ganze mit den Adobe-Programmen wie Lightroom, Photoshop etc. bearbeiten.
Man sieht auch, finde ich, immer einen Unterschied, wer sich dort Mühe gibt und wer das viel bearbeitet. Und muss aber eigentlich auch nicht immer unbedingt sein. Thema Video kann man mittlerweile eigentlich auch zum Beispiel am iPhone mit der schon vorinstallierten iMovie-App mittlerweile echt ganz gut bearbeiten und schneiden. Aber hier würde ich es wirklich nur für kleine Clips empfehlen. Wer wirklich ein hochwertiges Video produzieren will, muss am PC und muss mit Programmen wie Premiere etc. arbeiten. Okay, jetzt in Snapchat wie auch in Instagram gibt es ja so spezielle Filter. Ich versuche das mal zu verdeutlichen. Und zwar so hier, dass man, dass man praktisch so Gesichtsfilter quasi nutzt, die dann mit Augmented Reality was machen, dass man dann kleine Öhrchen hat und so weiter. Was hältst du von sowas? Also so, ich sag mal, Albereien oder mal rückwärts laufen lassen oder sowas? Ist natürlich Albereien, wie ich schon gesagt, bei Snapchat, da das eher so ein wirklich spontaneres Tool ist und die Hochwertigkeit nicht so eine Riesenrolle spielt, ist es natürlich auch immer eine Sache, die man mal nutzen kann, kommt natürlich auch immer auf den Ernst der Lage, sage ich mal, an. Möchte ich jetzt wirklich ein bisschen was Hochwertiges, was Ernsteres transportieren, was die Leute irgendwie auch verstehen sollen, dann lasse ich sowas natürlich lieber weg, weil es lenkt natürlich ab. Aber nehme ich die Leute jetzt irgendwie einfach mit auf ein Event etc., kann man so Hasenohren auch mal gerne einbauen, weil es natürlich ein lustiges Feature, es hat einen Wiedererkennungseffekt und macht natürlich auch Spaß. Aber wenn ich jetzt wirklich was Ernstes kommunizieren möchte, lasse ich solche Spielereien eher weg. Okay, also schauen, was passt dazu, zu dem jeweiligen Thema und dann auf jeden Fall schauen. Okay, wie sieht's aus? Also du hast ja schon gesagt, am besten irgendwie Kamera haben, mit der man dann auch noch vielleicht höher qualitative Fotos schießen kann. Ich glaube insbesondere, wenn die Belichtung nicht so schön ist, das heißt, wenn aber es dunkel ist, wird es, glaube ich, mit der Handykamera auch immer schnell schwierig. Wie sieht's denn aus mit Mikrofon oder sowas? Hättest du da eine Idee oder braucht man sowas oder ist sowas halt unnötig? Ja, hier kommt es wieder drauf an, wie hochqualitativ müsste ich unterwegs sein. Aber wer ein gutes Video erstellen will, braucht auf jeden Fall so ein Ansteckmikro oder so, wenn er was erzählen will. Das macht einen riesen Unterschied im Ton. Man versteht es auch, die Leute meistens, wenn sie kein Mikro oder einfach das Mikro von der Kamera, Handy etc. benutzen, was bei Snapchat ja auch vollkommen Sinn macht, das funktioniert. Aber wer ein gutes Video erstellen möchte, braucht einfach eben ein bisschen Equipment, vielleicht noch eine Lampe und auf jeden Fall auch ein Mikro, weil es einfach, man versteht die Person auf der einen Seite besser und es wirkt auch einfach viel, viel besser, viel, viel hochqualitativer, wenn ich ein Mikro für guten Ton benutze. Und da haben wir einen sehr schönen Tipp für alle, die jetzt gerade hier zuhören, denn bei Think Big könnt ihr für eure Projekte so etwas, solche Technik ausleihen. Also wenn ihr einfach den Think Big Technikverleih sucht oder auf der Think Big Seite unter Digitalwerkstatt Technikverleih, da könnt ihr euch kostenlos Technik ausleihen, wie zum Beispiel auch iPads oder Tablets und auch Lichter, Mikrofone, Stative, dass man praktisch die Kamera feststeht. Gibt's alles, haben wir alles schon irgendwo mal gesagt, ist eine spannende Sache und wie gesagt kostenlos. Ich hätte jetzt noch eine ganz andere Frage. Was ist, hattest du schon mal die Situation, dass, also ich meine, natürlich will man ja eigentlich, dass Rückmeldungen kommen. Was machst du, wenn Rückmeldungen kommen, die überhaupt nicht in den Kram passen? Wenn, ich sag mal, im extremsten Fall da irgendwelche Hasskommentare kommen und du machst ein Flüchtlingsprojekt und dann sagen die, ey, irgendwas, was, ja, einfach überhaupt nicht okay ist. Ja, also ich ganz persönlich bin jetzt noch nicht direkt im Kontakt oder in Berührung mit solchen Hasskommentaren gekommen, auf meinem privaten Profil bei Instagram etc. Natürlich habe ich auch schon irgendwie Accounts betreut oder habe das mitbekommen, dass dort tatsächlich sehr, sehr kritische oder Hasskommentare vorkommen. Es ist einfach heutzutage irgendwie mittlerweile so, jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung dort zu äußern und es gibt mal sehr viele Leute und auch Leute, die da sehr gerne Kritik äußern und generell bin ich kein Fan von Kommentaren löschen. Man hat eben, wie schon am Anfang genannt, mittlerweile
die Möglichkeit, über den Rückkanal zu einem Kommentar auch Stellung zu nehmen. Und man muss in gewisser Weise auch mit Kritik offen umgehen können. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Kommentare, die ganz klar unter die Gürtellinie gehen und die einfach sehr, sehr entfernt von Realität und allem anderen sind. Und dort kann man natürlich auch einen gewissen Fall einfach den Löschbutton drücken. Also alles, was um die Gürtellinie geht, darf man und sollte man wahrscheinlich auch löschen. Ja. Also ich würde da sagen, wenn es wirklich mal krass wird, also ich hatte auch mal so eine Situation, da habe ich ein Projekt praktisch nur retwittert und dann kam einfach eine unglaubliche Vielzahl an Leuten, die mich teilweise bösartig und teilweise extrem clever auch angegangen haben und die wurden alle gleich wieder sofort geliked und so. Also das ist auch eine emotional gar nicht so leichte Sache. Wenn ihr so ein Problem habt, könnt ihr euch gerne natürlich an die Digitalwerkstatt wenden. Wir würden versuchen, euch dabei zu unterstützen und euch zu beraten. Wenn ihr sowas habt, gerade bei Snapchat und Instagram, wo bei Stories solche Sachen, die sehr schnell wieder weg sind, macht Screenshots, schaut, dass ihr das irgendwie speichern könnt. Vielleicht ist es wichtig, das anderen Leuten mal zu zeigen und vor allem versucht es nicht zu nah an euch rankommen zu lassen. Es gibt einfach Leute, die machen bösartige Sachen und das versucht es nicht zu persönlich zu nehmen, wenn sowas kommt, wenn dann jemand sagt, ey, deine Nase gefällt mir nicht und bla 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 bla. So what? Genau. Dann, ich hätte noch eine abschließende Frage, nämlich, wenn ich jetzt wirklich einsteigen will, wenn ich mich richtig informieren will, wo kann ich das tun, wenn ich mich mit diesem Thema Community Building, Snapchat, Instagram weiter beschäftigen will? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auf der einen Seite kann man natürlich immer googeln, klar, da findet man auch genug zu den solchen Themen und es gibt auch Technikblogs wie T3N oder T3N nennt es das, oder Curved, die auch irgendwie auf Facebook sehr aktiv sind, solchen Kanälen folgen, die posten regelmäßig Updates zu solchen Themen, zu Technik, zu Social Media etc. und berichten dort über die neuesten Trends und Tools. Und es lohnt sich auch auf jeden Fall, dort immer mal ein bisschen sich einzulesen, immer mal wieder reinzuschauen, was gibt's Neues. Mein Tipp ist auch, aber auf jeden Fall, Plattformen einfach zu nutzen, viel und regelmäßig dort aktiv zu sein, Sachen auszuprobieren, bei anderen Accounts, bei Instagram oder Snapchat, die zu schauen, sich dort inspirieren lassen und auch selber posten, schauen, was funktioniert, was kommt gut an, was kommt vielleicht nicht so gut an. Und ja, Training macht den Meister, sagt man ja immer, und das gilt für mich eigentlich auch bei Social Media. Und wer viel nutzt und was ausprobiert, wird besser am Ende. Okay, danke. Das waren eine Menge Tipps. Ja, sehr gerne. Coole Sache. Ich kann mich noch bedanken und ich hoffe, ich sehe dich mal in Person bei einer der Think-Geek-Veranstaltungen. Auf jeden Fall. Und ansonsten. Danke und sehr gerne. Ciao. Ciao, ciao. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare, dann schreibt sie gerne in die Kommentare oder ihr könnt uns auch direkt kontaktieren. Hier habt ihr ein paar Kanäle eingeblendet, die vielleicht von Interesse sein könnten. Ansonsten, alles Weitere zu Think Big gibt es unten in der Beschreibung. Das nächste Thema ist WLAN herzaubern, denn immer wieder macht man Veranstaltungen und dann hat man das Riesenproblem, dass keiner Internet hat, um zum Beispiel von dieser Veranstaltung zu Snapchatten oder zu Instagram. Und da ist es doch gut, wenn sowas klappt. Das ist unser nächstes Thema. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Der Sommer ist heiß und bis bald. Ciao.